Wann müssen Miume denn operativ entfernt werden? Was können Sie uns dazu sagen? Myome operativ zu behandeln kann abhängig sein vom Sitz der Myome. Ich hatte das schon mal gesagt, es gibt Myome, die manchmal auch an einem kleinen Stiel ganz außen an der Gebärmutter dran sitzen, da auch eine gewisse Größe entwickeln können. Die kann man idealerweise oder eigentlich hauptsächlich nur durch eine Operation entfernen. Andererseits gibt es die Myome, die richtig in die Gebärmutterhöhle hineinragen. Auch die sind durch eine operative Methode mithilfe der Hysteroskopie, also der Gebärmutterspiegelung, operativ zu entfernen. Gibt es denn bei der Operation unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Myome? Wir haben im Wesentlichen zwei Methoden, die wir heute routinemäßig anwenden. Das eine ist die Bauchspiegelung, die sogenannte Schlüssellochchirurgie. Das andere ist die Gebärmutterspiegelung. In beiden Situationen können wir mit Instrumenten die Myome letztlich von ihrem Sitz entfernen. Das heißt, mit der Gebärmutterspiegelung betrifft das die Myome, die vorrangig in die Gebärmutterhöhle hineinragen oder ganz knapp unter der Schleimhaut sitzen, sodass sie dort aus der Gebärmutterwand ausgeschält werden können. Sie haben vorhin schon einmal das Wort Schlüssellochchirurgie benutzt. Was bedeutet denn das eigentlich? Bauchspiegelung ist im Volksmund ganz oft als die sogenannte Schlüssellochchirurgie bekannt. Das heißt, es gibt kleine Einschnitte, durch die dann kleine Röhren in den Bauch eingeführt werden können. Und durch diese Röhren können wir mit Instrumenten im Bauch die gleichen Operationen durchführen, die wir sonst bei einer offenen Chirurgie, das heißt mit dem Bauchschnitt, auch. Und wann ist eine Gebärmutterentfernung sinnvoll? Eine Gebärmutterentfernung macht erst dann Sinn, wenn die Familienplanung vollständig abgeschlossen ist, also es definitiv keinen Kinderwunsch mehr gibt, weil wenn die Gebärmutter entfernt ist, kann man auch keine Kinder mehr bekommen. Und es macht dann Sinn, wenn die Patientin das wünscht, auf jeden Fall eine definitive abgeschlossene Therapie zu haben, die auch unter gar keinen Umständen mehr in irgendeiner Weise zu einem erneuten Auftreten der Symptome führen kann. Sie steht am Ende der ganzen Behandlungsreihe. Wir werden immer versuchen, natürlich, solange es geht, organerhaltend vorzugehen, aber wir berücksichtigen natürlich auch den Wunsch der Patientin.